Es hat mit einer Deutschstunde begonnen. Wenn Sie noch etwas haben wollen, ein Tee. Danke, nein, nein, danke. Darf ich? Ja, bitte. Deswegen habe ich es kommen lassen. Danke. Wie gesagt, ein Klassenaufsatz. Das Thema hieß Die Freuden der Pflicht. Nach der Stunde lieferte Jepsen ein leeres Heft ab. Aber nicht etwa, weil er zu wenig, nein, im Gegenteil, weil er nach eigener Aussage zu viel zu erzählen hatte. Initialhemmung, Korsakowsche Phobie. Es wurde eine Strafarbeit vereinbart, Einzelzelle, Dispensierung vom allgemeinen Tagesablauf, finale Fügsamkeit, Euphorie. Seit 105 Tagen schreibt Jepsen. Freiwillig. Ja, soll reinkommen. Da ist er schon. Komm, Sigi. Meine Herren, das ist also unser Herr Jepsen. Tag. 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 Sie sehen, an Ausdauer fehlt es nicht. Setz dich, Sigi. Seit 3,5 Monaten ist unser Herr Jepsen bemüht, mit seiner Arbeit zu Pott zu kommen. Ortszwang, Namenszwang, schizoider Mnemismus. Die Sache nimmt bedrohliche Formen an. Hast du uns etwas dazu zu sagen, Sigi? Meine Herren? Wem erzählst du das alles? Mir. Beruhigt dich das? Ja, das beruhigt mich. Wie alt sind Sie? 19. 19. Und welche Schuhgröße haben Sie? Herr Zwetkow möchte wissen, welche Schuhgröße du hast. 41. 41. Wenn Sie das schreiben, haben Sie dann Schweißausbrüche oder Angstzustände? Angstzustände? Ja, manchmal. Warum hat Ihr Vater diesen Bildern nachgestellt? Zuerst dienstlich. Da kam so ein Malverbot aus Berlin für den Maler Nansen. Und mein Vater, der das Malverbot zu überbringen und zu überwachen. Max Ludwig Nansen? Ja. Der Expressionist? Ja, ja. Mein Vater war Landpolizist. Posten Ruckbühl. Später konnte er nicht mehr aufhören. Es war wie eine Krankheit zum Schluss. Vielleicht noch schlimmer. Schlimmer? Ihr Vater hat also diese Bilder beschlagnahmt? Beschlagnahmt, verbrannt, zerstört, wie Sie es haben wollen. Es war nicht sicher für ihn. Und Sie? Sie haben also die Bilder vor Ihrem Vater in Sicherheit gebracht? Er hatte einen Tick zuletzt. So wie alle einen Tick kriegen, die nichts tun wollen als ihre Pflicht. Ein paar Worte zur Erklärung. Herr Jepsen wurde am 20. Mai 1951 vom Jugendgericht Hamburg zu 3 Jahren Jugendstrafe verurteilt, wegen Diebstahls. Ausschließliche Objekte des Täters, Bilder des Malers Max Ludwig Nansen. Erster Diebstahl, vermutlich 1945, die Wellenreiterin. Es folgen weitere Diebstähle in größeren Abständen. Herbst 1950, Trennung von den Eltern. Trennung ist gut. Zur Strecke wollte er mich bringen. Gut, gut, Sigi. Wir wollen uns nicht um Worte streiten. Für einen ersten Eindruck genügt es wohl. Sigi, du hast unsere Erwartungen nicht nur erfüllt, du hast sie bei weitem übertroffen. Mit dem heutigen Tag ist deine Strafe verbüßt. Freust du dich nicht? Ich bin noch nicht fertig. Deine bisherige Leistung hat uns voll befriedigt, auch Dr. Korpion. Ohne den Rest ist meine Arbeit nichts wert. Warum denn? Die Freuden der Pflicht, die möchte ich nur mal ganz kapieren. Bis zum Ende. Und wenn sie nie aufhören? Umso schlimmer. Nun hör mal zu. So kann es nicht weitergehen. 105 Tage, das reicht. Mit dem heutigen Tag ist deine Strafe zu Ende. Ich bin noch nicht fertig. Das reicht. Vielleicht noch 14 Tage. Eine Woche. Sie haben es mir versprochen. Was? Dass ich es selbst bestimmen darf. Solange es nötig ist, haben Sie gesagt.
Zunächst kannst du weitermachen. Danke. Noch eine Woche, dann ist Schluss. Endgültig. Ja. Ein neues Heft ist ja mit bewilligt. Des gleichen Tinte. Zurück findest du wohl allein. Danke. Tag. Tja, meine Herren. Cyanocobalamin 0,005 mg. Was ist denn das? Weiß ich doch nicht. Wenn Tante Diddy davon was nimmt, hat sie dann keinen Durst mehr von dem Zeug? Weiß ich doch nicht. Warum weißt du das nicht? Warum? Ach, sei doch still. War. Na und? Lauf doch hinterher. Mach ich auch. Soll der Besuch jetzt? Machen Sie sich fertig. Warum? Was ist los? Sie haben eine halbe Stunde Zeit. Seid ihr gekommen, mich abzuholen? Eine halbe Stunde, Max. Wie lange wird alles dauern? Naja, ich mach mich fertig. Kannst du dich dafür bitte? Bei Jens. Sie werden dich verhören, Max. Wir sehen, sie werden dich verhören und verwarnen. Wie lange wollen sie dich denn da behalten? Sie werden ihn verhören und verwarnen. Sie müssten es, weil sie eine Anzeige aus Hochbühl erhalten haben. Die werden sich nicht trauen, dir was zu tun. Ich nehme den kleinen braunen Koffer mit, was ist das? Hol Wasser, Jutta. Komm. Beruhige dich doch, Dit. Es wird schon nicht so schlimm werden. Es ist nur auf die Anzeige von Jens. Sie können ihm nicht viel nachweisen. So ist es. Was wollen die denn? Danke, ist schon gut. Komm.
gleich wieder da. Nicht, Theo. Sie können ihm nichts tun. Wir haben noch Zeit, Max. 10 Minuten. Darf ich? Bis jetzt hast du Glück gehabt bei aller, Max. Wohin es gekommen ist, das hast du selber so haben wollen. Aber vertrauen würde ich nicht darauf, dass du mit deinem Glück immer durch die Maschen kommst. Einmal wirst du richtig hängen bleiben. Und dann kann dir nichts mehr helfen. Alles, was jetzt geschieht, das kannst du dir selber zuschreiben. Du selbst hast es so gewollt, du selbst. Aber ihr seid ja klug. Ihr seid ja allen überlegen. Für euch gilt ja nicht, was für andere gilt. Ich guck nur mal zu dir da rein, wenn du hier warten willst. Muss gehen. Halt die Ohren steif. Max. Tschüss, dir. Los, fahren wir. Warten Sie! Warten Sie einen Moment! Was wollen Sie denn? Hören Sie, ich weiß. Ich trage die Verantwortung dafür, dass das Atelier nicht verdunkelt war. Theo. Herr Nansen hat nichts damit zu tun. Was ist das denn? Dr. Wustig erlebt Sie ein Bitte Freund. Verstehen Sie mich, Dr. Nansen wusste nicht, dass die Verdunklung nicht in Ordnung ist. Wir warten, wenn Sie jetzt ruhig sind und verschwinden. So hören Sie doch! Ich hab was für Sie. Was? Und der Max hat es mir gegeben. Darfst niemanden davon erzählen? Weiß ich doch. Besuch, Sigi. Du bekommst Besuch. Mackenroth. Wolfgang Mackenroth. Wir kennen uns ja bereits. Es freut mich sehr, Herr Jepsen, dass ich die Gelegenheit habe. Darf ich? Ich dachte, ich habe Besuchsverbot. Ich habe eine Sondergenehmigung vom Direktor. Und ich habe zu tun. Sie und ich, Herr Jepsen, wir sollten uns verbünden. Wozu? Ich habe Ihre Akte gelesen. Das Urteil in Ihrem Prozess war höchst fragwürdig. Aha. Weil Sie zum Zeitpunkt Ihrer Bilderdiebstähle krank waren. Sie litten unter Zwangsvorstellung. Ihre diesbezüglichen Aussagen im Prozess wurden einfach ignoriert. Man hat Sie einfach zu 3 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Begründung Diebstahl, fortgesetzter Diebstahl. Aber warum? Das weiß ich doch alles. Und was soll das? Ich bin Student, Herr Jepsen. Psychologie in Hamburg. Meine Diplomarbeit ist fertig. Meine freiwillige Strafarbeit, wenn Sie so wollen. Aber Spaß beiseite, Sie müssen mir helfen, Herr Jepsen. Es hängt einiges von Ihnen ab.
Mir hilft auch keiner. Ihr Fall, Herr Jepsen. Ihr kompletter Fall soll das Thema meiner Arbeit werden. Ihre Kindheit, Ihr Elternhaus, Ihre Verurteilung, Ihr Leben mit allen Höhen und Tiefen sozusagen. Den Titel habe ich schon. Kunst und Kriminalität. Dargestellt am Fall des Sigi J. Na also. Warum haben Sie diese Bilder gestohlen? Sie haben kein einziges davon zum Verkauf angeboten. Sie haben sie sorgfältig in Ihrem Versteck aufbewahrt. Warum? Weil Sie zum Zeitpunkt Ihrer strafbaren Handlung das Opfer eines meines Wissens bis dato völlig Unbekannten, zumindest aber sehr seltenen Angstgefühls waren, das meiner Meinung nach die wahre Triebfeder für Ihre Taten gewesen sein muss. Vielleicht werde ich es die Jepsen-Phobie nennen. Sie haben also die Chance, eines Tages das psychologische Wörterbuch zu bereichern. Das Rauchen auf den Zimmern ist verboten. Bitte, Jepsen, Sie müssen mir helfen. Aber besuchen von Zeit zu Zeit darf ich Sie doch. Wenn Ihnen das hilft. Und ich darf Ihnen doch auch gelegentlich einige Abschnitte aus meiner Arbeit hereinreichen. Wenn ich sie nicht lesen muss? Beim nächsten Mal bringe ich Ihnen schon was mit. Ich werde Sie bestimmt nicht enttäuschen, Herr Jepsen. Ist es schon spät? Mhm. Und schlafen, Theo. Ist gut. Die ganze Nacht wach gelegen. War Dr. Grip da? Und? Lungenentzündung, hat er festgestellt. Er weiß es selber nicht. Was haben Sie mit dir gemacht? Hat Sigi dir die Bilder gegeben? Ja. Wo sind Sie? In meinem Zimmer. Wir müssen weg, wir müssen aus dem Haus, Theobald. In meinem Zimmer sind Sie sicher? Wir müssen aus dem Haus, Theo. Nix ist mir sicher, nix.
Arme. Was hast du hier zu suchen, Sie? Schick dich. Niemand, ich war draußen nur was. Soll das versteckt werden? Lass doch die Finger weg. Also los, dann komm her. Hilf mir. Hier irgendwo muss Ölpapier liegen. Hinterm Schrank vielleicht. Da ist nichts. Sind das die Bilder, die ich Ihnen gegeben habe? Ja, ja. Kann ich sie noch mal sehen? Bitte, eins nur. Davon hast du doch nichts. Warum habe ich davon nichts? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme die Mappe wieder mit. Dies ist überhaupt kein guter Platz. Ganz schlecht. Kein Ölpapier. Ich nehme es wieder mit. Komm. Ganz versteckt, da kommt keiner ran. Lass mal, Sig, ich werde schon was finden. Komm. Wo ich mitkomme, ich kann es tragen. Nein, nein, ich trage schon Sig. Also los, erzähl. Ich höre nichts. Was soll ich nun sagen? Tu nicht so scheinheilig. Ich weiß mehr, als du denkst. Ich denke, wir haben da was ausgemacht, wir beide. Wir wollten doch zusammenarbeiten. Du bist doch immer drüben. Den ganzen Tag lang ist der Rom auf Flecken warf. Dir entgeht doch nichts. Also los, erzähl. Streuselkuchen hat es gegeben, auf Flecken warf. Onkel Max war die ganze Zeit bei Tante Titte. Ich bin mit Tutta in die Kutsche. Hast du nichts vergessen? Dr. Köpf war die ganze Zeit. Diesen Spittel meine ich, den Busbeck. Er hat was fortgetragen. Sah aus wie eine Mappe. Er ist zur Halbinsel runter, wo du warst. Wenn du Augen im Kopf hast, musst du ihn gesehen haben. Ach, der. Und? In der Hütte ist er verschwunden. Vielleicht wollte er was verstecken. Meinst du? Unter den Dielen. Unter den Dielen? Kann doch sein. Das für ein Boot. Es bedeutet ihm nichts. Er hat weitergearbeitet. All die Zeit. Heimlich. Ich weiß es. Aber ich werde ihn schnappen. Und dann kann ihm keiner mehr helfen. Ich werde ihm zeigen, dass Verbote für alle gemacht sind. Auch für ihn. Unter den Dielen, sagst du? Das ist doch das beste Versteck da. Italien hat uns den Krieg erklärt. Also Italien. Ersten Weltkrieg schon und jetzt wieder. Da sind sie, die Italiener. Tarantella und Formale im Haar. Weiter nix. Das hätten wir wissen müssen.
Tschüss. Ne? Kommst du nicht zum Essen? Später. Das machen wir alles später. Essen Sie, geh marsch! Gut gemacht, Sigi. Gut aufgepasst. Was? Was ist gut? In der Hütte auf der Halbinsel. Wie du gesagt hast, unter den Dielen. Mit Mr. Meisen habe ich die Dielen abgehoben. War niemand da? Nix zu sehen. Komm. Geholfen, Sigi. Dafür darfst du jetzt dabei sein und aufmachen. Na los, fang an. Mal sehen, was er sich da geleistet hat. Und jetzt das Papier. Das schöne Ölpapier. Unsichtbare Bilder.
los. Mach auf. Mach schneller. Was zitterst du so? In deinem Alter gibt's nichts zu zittern. Das nennt sich nur Bilder. So, was soll einer hängen haben und sich ansehen den ganzen Tag? Unsichtbare Bilder, dass ich nicht lache. Aber darauf fallen wir nicht rein, Siggi. Mit dem Zeug hier da. Da wollten sie mich doch bloß reinlegen. Kennt doch seine Bilder. Das hier, das soll Futter sein. Damit wollten sie mich doch nur ablenken. Sieht man doch. Zugespielt. Weiter nichts. Aber wenn der denkt, dass ich mich damit zufrieden gebe, da hat er sich geirrt. Jetzt erst recht. Nachdem er sowas mit mir hat anstellen wollen. Das Zeug reicht nicht mal aus, dass ich es nach Husum weiterreiche. Die werden dann nur den Kopf schütteln. Ist so gut drin? Hier nimmt es keinen Platz weg. In meinem Schreibtisch kann es ruhig bleiben. Geh schlafen, ist viel zu spät für dich. Soll ich dir Beine machen? Pass auf, wo du hintrittst. Wo ist denn die Dirn? Ich bin die Tante. Ja, ja. Ich bin die Tante. Hat er denn nicht gesehen, Kinder? Du, du hörst mich. Du, Lodi, man sieht ihn hier. Ganz gut. Ich bin die Tante. Bist schon bereit? Wir sind schon über der Elbe. Ich bin nicht so, hättest du nur noch legen, was legt. Ich meine, das ist länger her. Nee, das wird kommen oder irgendwas schon. Ja, das wird kommen. Ein paar Tage noch höchstens. Nicht mal mehr. An Lungenentzündung? Die hat sie sich nachts geholt, weil sie immer barfuß über die Steinfliesen ging. Geht das gut, Lungen? Kann ich überhaupt so blicken lassen? Sag mal. Natürlich. Zieh die Uniform an. Das ist das Beste. Wir sollten hierbleiben, sag ich. Ihr habt's versprochen. Vom Sarg hört alles auf. Was wir da sollen, das möchte ich auch wissen. Wo bleibt ihr denn? Warum hat der Junge nicht die schwarzen Strümpfe an? Wo hat der die schwarzen Strümpfe? Mit den Gummistiefeln kann er doch wohl auch nicht gehen. Warum nicht? Die Guten macht er sich doch nur kaputt bei dem Wetter. Zeig mal deine Fingernägel. Zum Friseur hättest du ihn auch schicken sollen. Warum? Muss ich nur kämmen. Lass den Jungen, wie er ist. Es ist Zeit. Auf mich hat noch keiner gewartet. Auf mich nicht. Viertel nach elf. Ich möchte wissen, was die Leute denken, wenn sie mich da sehen. Kommt ihr endlich? Ja. Nach allem, was die reden. Was habt ihr damit zu tun? Sie war schließlich seine Frau. Der GEMA ist die Sippe für den Einzelnen verantwortlich. So
Taten lass ich den Höchsten raten. Wie sonst denn, liebe Trauergemeinde, wäre das Unfassbare zu begreifen. Dittenanzen ist von uns gegangen. Der Herr hat dich abberufen, Dittenanzen. Nun ist deine Reise beendet. Dittenanzen, wir dürfen es heute sagen, hat ihr Lebenswerk erfüllt, ja? Ihre Kräfte erschöpft im Dienste jener Macht, die den Herrn preist alle Tage. Im Dienste der Kunst. Dir selber, Ditte, war die Gnade widerfahren, begabt zu sein mit einer herrlichen Stimme. Warst du nicht schon auf dem Wege, eine große Künstlerin zu werden? Gefeiert vielleicht und berühmt? Da lernte sie nach Jahren inniger Verbundenheit mit der Musik den begabten, den noch unbekannten Maler Max Ludwig Nansen kennen. Fortan, Ditte, lebtest du bescheiden im Schatten seines Werkes. Höhen und Tiefen eines erfüllten Künstlerlebens hast du getreulich mit ihm geteilt. Du warst ihm, was alle brauchen, doch wenige finden. Begleiter in einer Zeit des Aufbruchs, Trösterin in einer Zeit der Verblendung, Gefährtin in den Jahren der Einsamkeit. Erde zur Erde, Asche zur Asche, Staub zum Staube. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Noch rüber, Jens? Nein, Max. Habt ihr was zu zeigen? Was soll das sein? Die letzten Porträts von Ditte. Wenn du willst, dann zeige ich sie dir.
Jens. Die Woche ist für Jens. Guten Tag. Wo bist du hin? Wisst ihr nicht, was dich das angeht? Wir sind alle auf Blicken, Marv. Du wirst uns fehlen, Jens. Hol die Kinder. Besser, wenn einer fehlt, als wenn einer zu viel ist. Ihr könnt zusammen reden. Wir haben gerade geredet zusammen. Es ist nichts mehr zu sagen. Du sollst dich fragen, worauf es jetzt ankommt. Lange kann es doch nicht mehr dauern. Ich will das nicht gehört haben, Urkopf. Und wenn du es genau wissen willst, ich frage nicht danach, was einer gewinnt, wenn er seine Pflicht tut. Es hat manchen gegeben, dann hat es bewahrt, weil er zur rechten Zeit nicht seine Pflicht getan hat. Dann hat er nie seine Pflicht getan. Was ist denn nun schon wieder los? Verschwendung, da habt ihr die Verschwendung der Natur. 100, was sage ich, 1000, Jahrhundert, 1000 kleine Leben. Und das alles in der Hoffnung, dass einige wenige verschont bleiben, die für die Fortsetzung des Lebens sorgen. Auslese, versteht ihr, und immer wieder Kampf. Schwachen gehen unter dem Kampf, die Starken bleiben übrig. So ist das bei den Fischen, so ist das bei uns. Merkt euch das, alles Starke lebt vom Schwachen. Der Nichtgründige bleibt auf der Strecke! England! Marsch, marsch auf eure Plätze! Ach, jetzt halt! Aber ganz schnell hier auf die Plätze! Wollt doch mal hören, was unser Dicky sonst noch gesehen hat. Komm, komm! Na, nix, komm, setzen! Bergkraft, komm du mal her, guck auch mal rein! Na, schnell, schnell, schnell! Teile dich doch! Na, was siehst du? Schellfisch? Da siehst du, richtig. Das ist Rum vom Schellfisch. Du hast ganz richtig gesehen. Und was erkennst du sonst noch? Antreten! Sehr. Die Männer sind unterrichtet.
der Mauer selben müssen? Ist das Zeug aus Husum? Italienisches Bräutegut ist das. Alter! Alle sind unterwegs. Die Posten sind eingeteilt. Ungefähr 600 Schuss sind das. Wir übernehmen die Straße. Wir beide? Kohlschmidt und der Marder stoßen zu uns. Nansen? Ja. Und jetzt reift deine Armbinde über. Der ganze Volkssturm geht bei uns in Stellung. Es wird endlich Zeit. Warum denn jetzt? Warum willst du die Marder überhaupt dabei haben? Jetzt muss ich vielleicht alles entscheiden. Eben deswegen, Henrik. Es ist besser, glaub mir. Sag nur, du willst dich auf ihn verlassen. Das ist es ja. Marschen, guten Tag. Guten Tag. Jens. Tag. Du kannst ihn nicht rauchen. Das sind die Armbänden, hier sind die Waffen. Unser Befehl lautet Sicherung der Straße. Jeder von uns muss was tragen. Wo soll es denn hingehen? Zur Mühle. Da haben wir den besten Überblick. Tee? Ja, gern. Das machen wir später. Mist. Ist doch Mist, was wir hier machen. Die stehen schon an der Elbe, in Lauenburg, in Rendsburg. Die Spitze ist schon hier. Aber wir wollen hier noch mal anfangen. Wenn es denn noch einen Sinn hätte, aber so. Gerade jetzt. Jetzt kommt es auf jeden an, wo es zu Ende geht. Blödsinn. Du kannst dir nicht rauchen. Solange alles gut geht, ist es leicht, sich zu bewähren. Ein paar Nussknacker wie wir sollen sie aufhalten. Nachdenklich machen können wir sie bestimmt, aber das braucht ja nicht ewig dauern. Wir müssen das doch versuchen, das ist man sich schuldigst anzuhalten. Ja, warum zu Hause? Wir können sie auch draußen abwarten, nicht? Was meinst du damit? Was ich gesagt habe, Jens. Wir haben einen Befehl. Und der ist nicht umsonst gegeben. Basta! Wer keine Armbänder hat, wird sie sich jetzt nehmen. Und dann gehen wir in Stellung. Da kommt der Nachschub. Die Engländer sind da! So Mist hier. Du kommst sofort zu mir! Bring Brot und Tee. Also, was hast du mir zu melden? Wir sind mit einem Panzer in die Schule gekommen. Nix Krieg. Krieg aus, haben sie gesagt. Krieg aus. Die werden sich wundern. Nee, danke, ich auch gerne. Wenn du einen Schluck Tee hast. Gern. Der Tee ist noch heiß. Geht nach Hause jetzt, das ist hier nichts für euch. Na, die ganze Nacht hier? Solange es sein muss. Kann ich auch hier bleiben? Du gehst mit. Eine Stunde bitte. Ich sag das nicht noch einmal. Beeilt euch. Und sagt Mutter, sie soll nicht warten auf mich. Achtung! Bitte, Sigi! Das war ein Treffer. Bestimmt. Ich habe ihn getroffen. Quatsch. Wer sind Sie? Ich sagte doch, ich habe ihn getroffen. Oh, der Müll ist trocken, wieder nix. Es verschwindet jetzt aber schnell. Komm, Sigi. Hast du dir wehgetan? Nee. Tschüss, Max. Tschüss. Wir müssen eine Wache aufstellen. Wir müssen uns absprechen. Ein Ziel für alle. Oder wir treffen nie was. Wäre nicht das Schlimmste. Was willst du damit sagen?
Zwiebeln. Ja. Yeah. So, den nehme ich und die beiden. Ach, und dann ist die ganze Essen. Und nee. Beispiel 3, Schneider 4, 80. Wenn du so weitermachst. Davon wird's auch nicht besser, von so einem Oma-Spiegel. Mischung geht schon. Also tschüss denn, bis morgen, nicht? Halt, Max. Ein Augenblick. Max! Sag mal, was ist los mit dir? Du kannst nicht einfach verschwinden. Wird sowieso bald dunkel, möchte jetzt nach Hause. Du hast mal vergessen, dass du eine Armbinde trägst. Du weißt mal nicht, was das bedeutet. Ach so, steck sie weg bis morgen. Wenn man auf Posten ist, da zieht man nicht auf, wenn man will, und geht auch nicht raus, wenn man will. Ihr könnt ruhig weiter spielen, hab nichts dagegen. Ich fordere dich zum zweiten Mal auf, Max. Du sollst zurückgehen. Jeder muss auf dem Platz stehen, auf den er hingehört. Ja, eben, wo er hingehört. Ich gehöre jetzt nach Hause. Max, bleib stehen. Sei vernünftig. Ich fordere dich zum letzten Mal auf. Ich gehe, Jens. Du hältst mich nicht auf, keiner. Wenn du gehst, Max, dann gehe ich mit. Komm, Jens, mach keine Sachen, steck das Ding weg. Wir helfen keinen damit, wenn wir hier liegen die ganze Nacht. Als ob wir was aufhalten könnten. Ist doch Mist, das alles. Deserteure. Ihr wisst zwar nicht, was das heißt. Oh, man sagt es. Das sind starke Worte, Jens. Du solltest dir mal die Augen reiben. Wenn alle in den Wind schießen, dann verdrücke ich mich auch. Tschüss, bitte. Nichts verändert die. Nicht mal das Ende. Man muss darauf warten, bis die ausgestorben sind. Geh nach Haus. Und du? Geh schlafen. Und du? Ich hab hier noch zu tun. Geh nach Haus. Alles noch? Ja, alles muss weg. Hier ist Rockpool. Sie sind Polizeiwachtmeister Jens Jepsen? Yes. Sie sind verhaftet. Ein paar Sachen. Ist es erlaubt, ein paar Sachen mitzunehmen? I'll come with you. Go on.
Nee, nee, die Bruder, lass mal ruhig stehen, Katrin, die brauchen wir noch. Ich helfe dir beim Spülen, Katrin. Also, dein Zimmer beendest du hier. Es bleibt so, wie es ist. Da kommt mir keiner rein. Lass euch noch einen Karton hier, das stört er nicht. Verstehe dich nicht, Theo. Verstehe dich einfach nicht, dass du hier weg bist. Brauchst mich nicht mehr. Das ist noch einmal Person. Weißt schon. Ja. So sind wir, Theo, nicht? Tja. Ich habe lange darauf gewartet. Ich habe mir was vorgenommen, Max. Ich muss mir noch was beweisen. Verdammt einsam geworden, hier draußen. Jetzt bist du auch noch weg. Wie soll ich dir danken, Max? Red nicht. Für all die Jahre. Jo, Theo. Aber auf Besuch kommst du. Regelmäßig. Jeden Sommer, Max. Darauf kannst du dich verlassen. Ja? 202, Polizeiposten Ruckbill, Japsen! Was ist? Ein Verkehrsunglück! Gut! Auf der Husumer Chaussee! Ein Lichtwagen und ein Fahrrad! Also ein Mercedes! 38 Tote! Verstehe, Modell 38! Zwei Verletzte! Das hört sich schon anders an! Ja? An der Kreuzung nach Hochzöllring. Ja, verstanden. Wird umgehend erledigt. Tschüss, nicht? In einer Stunde wird gegessen. Gewonnen? Der Kahn ist im Eimer. Warum schläfst du denn nicht? Weiß nicht. Ist was? Nö.
Wohin doch? Was meinst du, was die mit uns machen, wenn sie das rauskriegen? Blutwurst. Thüringer Hack. Vergiss das mal lieber ganz schnell. Und an der Mühle? Was? Was habt ihr an der Mühle gemacht? Nix war in der Mühle, nix. Ich habe euch gesehen. Wir haben uns getroffen, wie man sich eben trifft. Oben? Wieso? Von mir aus. Ich habe nichts gesehen. Das behältst du doch für dich, Sigi. Schwörst du? Von mir aus. Was hältst du davon? Weiß nicht, Max. Muss mich erst dahin sehen. Mhm. Also nix. Das habe ich nicht gemacht. Zu arm, zu einwandfrei. Woran liegt das, Theo, dass wir nichts zur Deckung bringen können? Woran, was meinst du? Können wir nicht sehen? Mein Gott, sehen. Das ist doch nicht bloß zum Akten nehmen. Muss auch bereit sein zum Widerruf. Sehen, das ist doch... Klaas! Was, Klaas? Klaas, drüben, drüben Klaas, ist Klaas! Wo ist er? Klaas, Menschenskind. Bist du das wirklich? Komm rein. Theo, der lebt. Er ist wieder da. Irgendwie waren meine Papiere weg. Ich glaube, verbrannt beim Angriff. Komm, trink es mal. Wo kommst du her, Klaas? Erzähl doch. Aus Hamburg. Bin hergelaufen. Zu Fuß? Du bist von Hamburg zu uns? Ja. Oh, machst du da vielleicht Sachen? Psst. Schläft. Nein, komm. Heute Nacht bleibt er hier. Das Ruppel kommt er morgen immer noch. Nein, nicht nach Hause. Ich will hier bleiben bei euch. Ja. Kannst ja hier bleiben, Klaas, solange du nicht. Siehst du, Max, jetzt ist es doch nicht so einfach. Na, Witwit, wie geht's unseren Patienten? Wird das 80.000 nicht werden? Ach, noch im Sloppen. Er hat's verdient. Warum kommt er denn nicht nach Hause? Wird nicht lange dauern, nur ein paar Tage. Er muss sich erst wiederfinden. Wiederfinden? Sag mal, Witwit, was siehst du da zwischen dem dicken und dem dünnen Baum? Na, ganz voll. Hm. Ja, aber was siehst du da? Die Kirche, Häuser, Büsche. Hier, Schafe. Und da drüber, nix? Der Himmel? Ja, der Himmel. Ja? Stell dich mal ein Tal, malen Betten. Wirklich? Ja. Stell dich mal hin, hier ist ein Pinsel. Da, ihr kicken den Malen.
mein Vater davon was erfährt? Macht nichts, mit Witz vorbei. Jetzt brauchen wir nichts mehr zu verstecken. Du weißt doch, dass er drüben ist, Ziggy. Drüben auf Birkenwarf. Das weißt du doch, oder? Ich hab dich was gefragt. Ja. Und du weißt das doch auch, Hilke, nicht wahr? Alle wissen es. Ja, das wissen alle. Da hast du recht, Hilke. Gott sei Dank. Sonst hätte ich ja wohl nie erfahren. Meine Kinder hätten mir wohl nichts gesagt. Aber wir sind hier zusammen, um abzurechnen. Wir alle wissen, was du getan hast. Die Zeiten haben dich geändert. Vielleicht. Aber was du getan hast, das hast du getan. Als man mich hier abgeholt hat, wo ich interniert war, da habe ich dran denken müssen. Den ganzen Tag, was er über uns gebracht hat. Ich habe dran denken müssen, dass er geflohen ist. Und wir hatten die Polizei im Haus. Wegen ihm. Und jetzt ist er zurückgekehrt. Und hat seinen Fuß nicht ein einziges Mal in dieses Haus gesetzt. Kein Wort der Entschuldigung. Zuerst die Schande. Und dann nicht eine einzige Bitte um Verzeihung. Aber drüben, bei dem da, Blicken warf. Darunter. Ausgerechnet. Wo doch weiß, was die Leute reden über den und mich. Der mit seiner Verachtung für alle, die nur ihre Pflicht tun. Hört gut zu. Solange ich lebe, wird Klaas sein Elternhaus nicht mehr betreten. Und ihr werdet weder von ihm sprechen, noch an ihn denken. Ihr werdet ihn einfach ausstreichen aus eurem Gedächtnis. Merkt euch das. Und nehmt euch in Acht. Das sage ich euch. Bis übers Jahr, Katrin. Noch ein Schluck zum Abschied. Ich muss den Zug schaffen. Es gibt jetzt nur einen nach Hamburg. Na, du machst schon kurz, ist ja nicht sehr ewig. Du hast schon unbedingt weg wollen, hat dich keiner dazu gezwungen. Dann guck bloß nicht immer nach der Uhr. Wir schaffen das leicht. Alter. So, bitte. Komm. Wir setzen Theo in den Zug. Das lassen wir uns nicht nehmen. So. Ab. Tschüss. Komm, Lisa. Tschüss. Das Land hier,
Dein Land, Max. Es versteht keinen Spaß. Nicht einmal heute. Immer tief ernst. Auch bei Sonne. War das so schwer zu ertragen für dich? Du denkst, du bist immer zu was verpflichtet. Und was soll das sein, Theo? Weiß nicht. Vielleicht Ernst. Ernst und Stummheit. Manchmal habe ich gedacht, dieses Land hatte überhaupt keine Oberfläche. Sondern nur... Nur was? Nur Tiefe. Es hat nur seine schlimme Tiefe. Alles, was dort liegt, bedroht dich. Und das findest du schlimm? Ich meine nur, die Oberfläche hat so viel Menschliches. Ich weiß, das kann beunruhigen. Aber das sind doch nur Stimmungen. Vielleicht besteht das ganze Land nur aus Stimmungen. Und wenn du die erkennst, dann bist du weniger fassungslos. So weitermachen schaffen wir es wirklich nicht. Komm mit mir! Na, soll's losgehen? Jawohl, Henrik! Noch ein Abschiedsschluck, Theo, nach all den Jahren. Wir müssen den Zug schaffen, Henrik! Johanna! Ja? Und mein Schild? Ja! Du, Henrik! Wo hast denn du einen Ingenieur? Ach komm, man muss ein bisschen mit der Zeit gehen, ne? Was meint ihr, warum wir so verrückt lüften? Hier werden jede Menge Siegesfeiern veranstaltet. Die kommen aus Glüserup mit ihren Wagen hierher und feiern. Wir stellen das Lokal zur Verfügung und lüften. Ja, sollt ihr mal erlebt haben. Na, Prost. Na, Prost. 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 Na, dann Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Timms. Alles Gute. Danke. Waren wieder welche hier, Max, und haben nach dir gefragt. Was, wieso? Heute Morgen. Ach, Sigi, geh mal rein, Mutter gibt dir eine Brause. So viel habe ich wohl verstanden, dass du sie zeichnen sollst, ein Porträt oder sowas, wie bei diesem Major, weißt du. Und werden wir hinfinden, nicht? Ich fürchte, wir schaffen es wirklich nicht, wenn wir so weitermachen. Tja, dann hat die Ohren steif, Theo. Ja. Tschüss. Theo, tschüss. Noch so ein paar Abschiede, musst du wirklich hier bleiben. Und blieb nicht so lange weg. Tschüss. Hoffentlich. Tschüss. Tschüssi. Vergiss nicht die Blumen an ihrem Geburtstag am 8. September. Ich soll wohl wissen, wann der Geburtstag hat. Das ist ja gut. Wir schaffen es bequem. Wir können dir sogar noch eine Fahrkarte kaufen. Ich hoffe. Da. Jetzt ist er wach. Soll ich sie holen? Nein, nein. Ich habe mich verabschiedet von den beiden. Gott sei Dank, dass es den Jungen noch gibt. Ja, Gott sei Dank. Und dann schreib mir mal, wie das in Köln so aussieht, ne? Ich habe das Gefühl, ich war von zu Hause fort. Will ich hoffen. Ich möchte wetten, ich bin das erste Mitglied der Königlichen Akademie in London, das seine Ernennungsurkunde im Nachthemd entgegengenommen hat. Ich bin sicher. Und seien Sie froh, dass ich es war, der Sie gebracht hat, sonst... Ich weiß nicht. Nee, ich bin unschuldig. Das war Kathrine, die überwacht mich. Und wenn Sie nachher gehen, dann werde ich wieder ins Bett gesteckt. Sie sind krank, Mr. Nash? Ach, eine Grippe. Kommt und die geht auch wieder. Da muss man noch ordentlich Kaffeepunsch drüber schütten. Bei uns trinkt man nämlich den Kaffee mit was drin. Thank you. Ja, mein ganzes Leben lang bin ich überwacht worden. Passieren Sie? Das Trinken, das Rauchen und nur auch noch Kathrine. Prost. Good health. Health. Prost. Als Sie dieses Malverbot hatten damals im Krieg, wie war das möglich? Oh, gab Schlimmeres. Haben natürlich heimlich weitergemalt, nicht? Man ist ja nicht bloß Farbsetzer vor der Staffelei, man malt immer oder gar nicht. Kann man verbieten, was einen Traum macht? Wie hat das funktioniert? Praktisch. Gab es Hausdurchsuchungen, Inspektionen? Wie konnte sowas überwacht werden und von wem? Die Polizei. Ortspolizei hat das gemacht. Aber das ist gut gegangen, nicht? Glimpflich. Hatten Sie Verluste? Ja, hier und da, aber einiges ist ja auch geblieben. Ja, was für Möglichkeiten hat einer, der nichts tun möchte als seine Pflicht und auch nichts anderes von sich erwartet? So einer ist ja auch nicht immer gut dran, nicht? Jedenfalls nicht ohne Schwierigkeiten. Sie wollen auf... What's the name of the place? Blegenbach. Sie wollen auf Blegenbach bleiben? Ja, gut, wo soll ich denn hin? Hab hier alles, was ich brauche und die paar Jahre, die ich noch habe. Die reichen bei Weitem nicht aus, um alles über das Land zu sagen, was sich zu sagen lohnt, was Jens.
Wir müssen gehen. Außerdem, nein, ja, Ihre Gesundheit. Reicht das nochmals herzlichen Glückwunsch. Naja, also die Pflicht, die Pflicht, das kenne ich nicht. Aber ja, du, Jens, du bleibst doch. Es war nicht so viel. Ja, wir sollten zusammen reden über Klaas zum Beispiel. Na, denn nicht. Würde ich gerne mal Lehn suchen. Da ist kein Absender drauf. Los, bring's rein, sagt deinem Alten. Er sollte nur Briefe mit Absender annehmen. Vorkommnisse! Hier ist ein Brief für dich. Ja! Jawohl! Ja! Wird erledigt! Sieh dir das mal an. Was sagst du nun? Das ist sie doch! Da lassen wir nichts vormachen! Was es zu bedeuten hat, wissen wir. Ich erkenne sie. Jeder erkennt sie. Hat sich ihm gezeigt. Nackend. Hege! Was sie uns das antun konnte. Kein Stolz. Keine Scham. Ich hätte es wissen müssen. Was gibt's denn? Was ist denn hier los? Was habt ihr denn alle zusammen? Was habe ich euch denn getan? Wellentänzerin. Wenn ihr das bloß meint, das ist doch schon so lange her. Das war mindestens im letzten Frühjahr. Er brachte ein Vorbild. War auch nur ein einziges Mal. Mehr ist nicht passiert. Also stimmt es. Du hast dich ihm gezeigt. Hiermit ist ja wohl bewiesen, wie weit ein Stolz geht. Stolz? Wieso Stolz? Dass ihr euch so aufregen könnt. Das ist doch wie beim Arzt. Du wohnst doch bei uns, oder? Du hast ja wohl gehört, was die Leute reden über den und mich. Das ist doch lange vorbei. Wenn etwas so weit gekommen ist. Aber das ist eine andere Sache. Wir reden über dich auf diesem Bild. Das da! Hat uns jemand zugeschickt, ohne Absender. Das ist mir ähnlich. Du bist nur erkennen und nicht nur für uns. Und was die Leute denken, wenn sie sich erkennen, danach brauchst du dich wohl nicht zu fragen. Das ist eine Schande. Jetzt weißt du ja wohl auch, was du zu tun hast. Du hast mitgeholfen, dass das mitgemacht wurde. Jetzt kannst du auch helfen, dass es wieder aus der Welt kommt. Muss ja nicht so schwer sein für dich. Hast du mich verstanden? Das mit muss jetzt. Das kannst du verlangen. Du hast ein Recht dazu. Dieses Bild darf nicht für jeden da sein.
Furchtbar, was er aus deinem Körper gemacht hat. Die krummen Schenkel. Das Gesicht. Eine Beleidigung ist das. Eine Zigeunerin tanzt vielleicht so. Das ist nichts für dich. Ist da jemand? Na, was ist? Hat er dich geschickt? Das darfst du nicht. Wer hat dir das gesagt? Alle haben das gesagt, dass das Malverbot vorbei ist. Wenn ich erzähle, was du... Schau! Du weißt also auch was. Sieh mal an. Was ich hier rumgehört. Du weißt Bescheid, was erlaubt ist. Auch das ist heute anders als früher. Das alles hast du gehört. Ja. Aber wohl nicht eines, dass einer sich treu bleiben muss. Dass einer seine Pflicht tun muss, auch wenn die Verhältnisse sich einmal ändern. Und du wirst also rumgehen und sagen, dein Vater tut etwas, was er als seine Pflicht erkannt hat. Na geh doch! Kannst du mir erzählen, auf Blekenbarf? Kannst ruhig gegen mich arbeiten. Ich bin mit Klaas fertig geworden, ich bin mit Hilke fertig. Mit dir werde ich allemal. Hey!
Rohr, was am Hals! Vorwärts! Was alle? Angriff auf Mühle! Schlittes Rohr vor! Angriff auf das Feuer! Verstanden! Hallo, hallo, wo ist der Händeoffizier? Bist du alle Rohr, was am Hals! Brennen, was am Hals! Verstanden! Was will er denn da bin? Ich will er nicht. Dann wird es. Morgen früh wird sie uns fehlen, unsere alte Mühle. Du bist oft drin gewesen. Hm? Na komm. Hier ist es bald zu Ende. Leg die erstmal ein bisschen hin. Hol dir was zu trinken. Ein bisschen Buttermilch kann dir nicht schaden. Dass du ja liegen bleibst, ne? Ob dir es passt oder nicht, bin gleich wieder da. Aber das Licht bleibt doch an. Wenn du nicht wegläufst, ne? So, Edwitt, trink erst mal ein bisschen, komm. Wie siehst du denn aus? Du hast ein Fieber? Na komm, du beruhig dich mal ein bisschen. Wirst schon sehen eines Tages. Unsere Spuren bleiben länger, als wir denken. Kick mal von den Ollen Frederiksen, der hier gelebt hat, da weiß ich wenig. Aber jedes halbe Jahr hat er seinen Sohn gemessen, da am Türpfosten.
Mit dem Messer hat er Kerben eingeschnitten. Wenn es auch nur so viel ist, bischen bleibt. Tja, mein Junge. Manche Sachen, die muss man erst verlieren, damit man sie besitzen kann. Ohne Sorge. Mein Gott. Wenn ich so denke, können 700 Bilder sein. Vielleicht auch 800. Können doch nicht aufhören, nicht? Auch wenn ich die nie mehr zu Gesicht kriege. Na und du? Du, ich weiß, war eine ganze Menge. Was meinst du? War ein gutes Versteck und du hattest gute Sachen da oben. Hast du das gewusst? Ja, sicher habe ich das gewusst. Hab sogar manchmal gedacht, ich hänge dir was hin, heimlich. Er hat das getan, er wird es auch immer wieder tun. Nichts ist sicher vor ihm. Wir suchen ein neues Versteck für dich. Ich habe Angst vor ihm. Nee, du, ich kenne deinen Vater länger als du. Der war das bestimmt nicht, der den Brand in die Mühle gelegt hat. Sowas darfst du nicht denken. Ich sag dir doch, dass wir alles verstecken müssen vor ihm. Naja, so auf die Geldwechsler. Auf die Geldwechsler, da pass ich schon selber auf, du. Na, rück sie mal raus. Na komm schon, bei mir sind sie sicher. Plötzlich hat's gebrannt. Das ist ja gut. Das war ganz deutlich, ich lüge nicht. Ich glaub's dir auch, du, aber jetzt rück das Bild mal wieder raus. Muss dich schon dran gewöhnen, Ditwit, dass es auch mal Schwund gibt. Man muss immer wieder Anfänge machen. Und solange wir dies tun, können wir auch noch alles von uns erwarten. Mein Gott, wo du gut siehst. Du komm, ich bring ihn nach Haus. Ich will aber hier bleiben. Nee, das geht nicht. Ich will aber. Du kannst bei uns was essen und dann geht's nach Haus. Komm. Ja, ich will es mitnehmen. Was ist doch für ein Bild? Du red nicht, verstell dich nicht. Bring's her und die Sache hat sich. Du weißt, was ich meine, die Wellenfensterin. Ist es weg? Ja, ist weg. Und ich bin hier, um es abzuholen. Damit wir uns verstehen, also? Ich hab's nicht. Soll ich nachgucken? Ich hab's wirklich nicht. Das war Zickwiesen. Du bist das letzte Mal auf Blegenwarf gewesen, wenn du jetzt das Bild nicht herausrückst. Ich weiß, warum du es genommen hast, aber das Bild, das muss ich wieder haben. Ist nicht hier. Ich hab's nicht. Du hast das, Sigi. Du hast das in Gefahr gesehen und du hast es in Sicherheit bringen wollen. Nein, ich hab's nicht. Bis du fertig bist. Eine Auskunft wird man hier davon noch kriegen können, oder? Wie ist gestern?
Bild abhandengekommen. Bin hier, um es zurückzuholen. So. Dir ist was abhandengekommen. Und da kommst du hierher. Ja. Will das zurückhaben. Die Wellentänzerin. Kann ich mal die Quittung sehen? Bei mir erfolgen Beschlagnahmung nur gegen Quittung. Hab keine Quittung. Du willst mich also beschuldigen? Es hört sich ja so an, als wolltest du mich beschuldigen. Das ist doch wohl noch gar nicht so lange her, da hast du die Bilder beschlagnahmt, zerstört, verbrannt, hast du und blind alles vollstreckt, was man dir aufgetragen hat. Sogar noch, nachdem die Auftraggeber stiften gegangen sind. Du erinnerst dich doch. Bist du jetzt fertig? Da kannst du ja gehen. Nur eins will ich dir doch noch sagen, die Zeit vom Malverbot ist vorbei. Und was dir damals als deine Pflicht erschienen ist, das muss ja heute woanders genannt werden. Willst du mich fertig machen? Die Zeit ist vorbei, wo ich Rücksicht genommen habe. Ich habe viel zu viel Rücksicht genommen. Gegen meinen Auftrag. Jedenfalls so viel, dass wir jetzt hier zusammenstehen können. Wenn ich nämlich meinen Auftrag so stur und blind vollstreckt hätte, sind wir jetzt nicht beieinander. Das hast du vielleicht noch nicht bemerkt. Du, das Bild, das kriegt, wäre das was zu sehen. Ich hab dein Bild nicht. Und wenn ich's hätte, würde ich's dir bestimmt nicht geben. So viel Mist auf einmal hast du noch nicht gesehen. Deine Arbeit? Meine Wirtin. Sie kriegt ein Kind. Gratuliere. Es kann von mir sein, es kann von ihrem Mann sein. Sie weiß es nicht. Ich habe ihr geraten, sie soll mal nachrechnen, kann sie nicht. Begreift es mal. Ein bisschen Vater sein. Bestenfalls zur Hälfte. Da die Zigaretten heute, 5 Packen, 2 sind von Hilke. Wenn das Kind einmal groß ist, könnte sich ja seinen Vater aussuchen. Aus dem Angebot. Schreib du mal in so eine Lage deine Arbeit. Ich bin fertig. Endgültig? Morgen früh um 8 muss ich abliefern. Endgültig. Was da ist heute raus? Darf ich dir was vorlesen? Nein. Nur ein paar Seiten? Nein. Es ist alles noch vorläufig. Um sowas schreiben zu können, muss man einen freien Kopf haben. Du musst unbelastet sein, verstehst du? Nein. Also pass auf. Kapitel 4. Formel und Forderung einer begrenzten Obsession. Der Titel ist auch nur vorläufig. Das frühe Leid des CIJ und sein gestörtes Verhältnis zur Außenwelt können nur im Zusammenhang gesehen werden mit der Entwicklung der Beziehung zwischen dem Maler Max Ludwig Nansen und dem Vater der Demonstrationsperson. Was für den Polizisten ursprünglich einen, wenn auch außerordentlichen Routineauftrag darstellte, die Überwachung des Malverbots, wandelte sich aufgrund besonderer Geschehnisse, gewiss auch aufgrund charakteriologischer Eigenart, zu einer Zwangsvorstellung. Er hatte einen Tick zuletzt. So wie alle einen Tick kriegen, die nichts tun wollen als ihre Pflicht. Der Zwangsvorstellung des Vaters,
entspricht die durch Furcht hervorgerufene Obsession des Knaben. Na also. Zum ersten Mal trat sie an dem Tag auf, an dem eine ältere Mühle abbrannte. In der Annahme, dass sein Vater diesen Brand gelegt hatte, hatte die Demonstrationsperson im Atelier des Malers halluzinatorische Wahrnehmungen. Sigi J. sah gewisse Bilder von Flammen bedroht. Er fühlte den Zwang, sie zu retten. Es handelte sich dabei nicht um den Wunsch nach Aneignung, sondern um einen reinen Furchteffekt, der so selten und so sehr an eine Person gebunden ist, dass ich bei Gelegenheit von der Jepsenphobie sprechen werde. Angefangen hat es viel früher. Ja, nicht erst in der Mühle. Kommt alles später, pass auf. Die Zwangsvorstellung, Bilder in Sicherheit bringen zu müssen, hatte der Knabe jedoch nicht nur am Wohnsitz des Malers. Später konnten sie überall auftreten. In einer Schule, in einer Sparkasse, in einem Museum. In der Tat hatte die Demonstrationsperson im Lauf der Zeit den Forderungen der Obsession an verschiedenen Orten genügt. Zunächst in Glüserup, dann aber auch in den Städten Husum, Schleswig und Kiel, schließlich auch in Hamburg. Nachdem Sigi J. dort auf frischer Tat gestellt worden war, verteidigte er sich mit dem Argument, bedrohte Bilder retten zu müssen. Und zwar, wie es ausdrücklich heißt, in einer Art, die auf Wahnvorstellungen schließen lässt. Es war eben so, ich habe erkannt, wenn ein Bild bedroht war und brachte es in Sicherheit. Hättest du doch wohl auch gemacht, oder? Ja, Sigi. Nachdem im Elternhaus bekannt geworden war, welcher Vergehen sich Sigi J. schuldig gemacht hatte, hielt man körperliche Züchtigung für das einzig angebrachte Mittel zur Besserung. Die Demonstrationsperson wurde tagelang in ihrem Zimmer eingeschlossen. Wiederholt wurde ihr das Essen entzogen. Eine Verschärfung dieser Situation trat ein, als Sigis Vater beauftragt worden war, ein aus der Sparkasse zu Glüserup verschwundenes Aquarell von Nansen wiederzubeschaffen. Da alle Indizien auf Sigi J. als Täter hinwiesen, kam es zu einer gewaltsamen nächtlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Demonstrationsperson förmlich aus der Familie ausgestoßen wurde. Ausgestoßen ist gut. Zur Strecke wollte er mich bringen, das hat er gesagt. Ich trete nicht ab, bevor du zur Strecke gebracht bist. Und wenn du wissen willst, weshalb ich hier bin. Ja? Das kann ich dir sagen. Ich bin hier stellvertretend für meinen Alten. Weil keiner sich traut, den Polizeiposten Rockbrill einer Entziehungskur zu verordnen. Der darf süchtig bleiben. Und süchtig weiter seine verdammte Pflicht tun. Und ich bin hier, weil er ein bestimmtes Alter erreicht hat. Und als Alter unabkömmlich ist, um sich nochmal umtrimmen zu lassen. Vielleicht sind alle Jungen hier stellvertretend für irgendjemand. Kann sein, dass einige wirklich schwer erziehbar sind. Ich möchte mich da nicht festlegen. Aber warum gibt es keine Insel für schwer erziehbare Erwachsene? Es ist hart, was du sagst, Sugi. Aber ich verstehe dich gut. Ich habe schon immer die Leute gemocht, die alles verstehen und nichts tun. Frühling, der die Welt umblaut. Noch einen Augenblick. Deine blühenden Siegesportern.
Moment noch. Volker aller Länder, aller Orte. Ich habe ein gutes Gefühl, Sigi. Niedrig aufgebaut, hast du niedrig aufgebaut. Ein Frühlingslied für unseren Inselchor. Wir wollen damit gastieren. Bei einem Hafenkonzert. Ist das nicht fein? Du sitzt ja schon, Sigi. Der Tee kommt gleich. Nun wollen wir beide uns einmal unterhalten. Sag mal, wie lange bist du eigentlich schon hier? Ich denke, 2 Jahre. 1 Jahr und 8 Monate. Mhm. 1 Jahr und 8 Monate. Mein lieber Jepsen, was hältst du davon, in 10 Tagen die Insel zu verlassen für immer? Der Rest steht zur Bewährung aus. Steht das fest? Das steht fest. Max Nansen hat sich sehr für dich eingesetzt. Was sagst du nun, Sigi? Ich weiß nicht. Dann überleg dir mal wenigstens, was du morgen der kleinen Kommission sagen wirst. Der kleinen Kommission? Man wird dich fragen, was du nach deiner Entlassung zu tun gedenkst. Du kannst gehen, wohin du willst. Wohin ich will. Gehst du nach Hause? Nach Hause. Bam, 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 bam. Also, Sigi, bis morgen früh. Dann können wir alles Weitere besprechen. Darf ich die Hefte noch mal mitnehmen? Meinetwegen. Dann morgen früh um 8. Alle Händen, ich habe noch zu feilen. Alle Händen, frisch Sonnabend ist der fröhliche Tag, weil dann der Inselchor musiziert. Der Sonntag ist der besinnliche Tag. Verbracht mit Grundgestopfen, Lesen, Schreiben und so weiter. Die Zeit ist wohl um. Welche Zeit? Deine Zeit auf der Insel. Sieht so aus. Freust du dich? Worauf? Überleg mal, Sie. Du wirst Wärter hier. Trägst Uniform. Dann gehorcht dir, dein Feierabend ist gesichert, überleg das mal. Geschenkt. Am letzten Tag hier darf ich dir was zu essen wünschen. Bestell dir Finkenwerder Eberscholle in Speck, das was für alles.
Mensch, Sigi. Komm rein. Seit wann bist du in Hamburg? Seit gestern. Ich denke? Man hat mich entlassen, vorzeitig. Gratuliere. Jutta! Der Rest steht zur Bewährung aus. Komm. Jutta, hörst du nicht? Sigi! Was taunst du, was? Der Rest steht zur Bewährung aus. Jetzt bring ihm Kaffee und Ginkgo. Komm, du hast doch Hunger, oder? Mhm. Wurde schon immer hier? Am Anfang sah es ziemlich beschissen aus. Aber dann habe ich einen Preis gewonnen. Naja, es geht schon weiter. Setz dich. Nun erzähl doch mal was, Sigi. Ich weiß nichts. Mein Gott, Sigi, wie lange ist es jetzt schon her, dass wir uns nicht gesehen haben? Er ist richtig groß geworden. Lass mich mal hin. Willst du in Hamburg bleiben? Weiß nicht. Ist ja auch egal. Egal? Wenn ich hier bleibe. So schnell werde ich Rockbill doch nicht vergessen. Den Alten. Er wollte mich zur Strecke bringen. Das hat er selbst gesagt. Hat's geschafft. Der hat uns alle geschafft. Es bleibt. Der hilft nichts. Fortgehen hilft schon gar nicht. Der hat aufgeräumt. Bis morgen bleibst du erstmal hier. Dann wird uns schon was einfallen. Er kann in der Dunkelkammer schlafen. Auf dem Liegestuhl. Sigi kann schlafen, wo er will. Erstmal bist du hier. Ja, erstmal bin ich hier. Es hat mit einer Deutschstunde begonnen. Wenn Sie noch etwas haben wollen, einen Tee? Danke, nein, nein, danke. Darf ich? Ja, bitte. Deswegen habe ich es kommen lassen. Danke. Wie gesagt, ein Klassenaufsatz. Das Thema hieß die Freuden der Pflicht. Nach der Stunde lieferte Jepsen ein leeres Heft ab. Aber nicht etwa,
weil er zu wenig, nein, im Gegenteil, weil er nach eigener Aussage zu viel zu erzählen hatte. Initialhemmung, Korsakow'sche Phobie. Es wurde eine Strafarbeit vereinbart, Einzelzelle, Dispensierung vom allgemeinen Tagesablauf, finale Fügsamkeit, Euphorie. Seit 105 Tagen schreibt Jepsen. Freiwillig. Ja, soll reinkommen. Da ist er schon. Komm, Sigi. Meine Herren, das ist also unser Herr Jepsen. Tag. Tag. Sie sehen, an Ausdauer fehlt es nicht. Setz dich, Sigi. Seit 3,5 Monaten ist unser Herr Jepsen bemüht, mit seiner Arbeit zu Pott zu kommen. Ortszwang, Namenszwang, schizoider Mnemismus. Die Sache nimmt bedrohliche Formen an. Hast du uns etwas dazu zu sagen, Sigi? Meine Herren? Wem erzählst du das alles? Mir. Beruhigt dich das? Ja, das beruhigt mich. Wie alt sind Sie? 19. Und welche Schuhgröße haben Sie? Herr Zwetkow möchte wissen, welche Schuhgröße du hast. 41. 41. Wenn Sie das schreiben, haben Sie dann Schweißausbrüche oder Angstzustände? Angstzustände? Ja, manchmal. Warum hat Ihr Vater diesen Bildern nachgestellt? Zuerst dienstlich. Da kam so ein Malverbot aus Berlin für den Maler Nansen. Und mein Vater, der das Malverbot zu überbringen und zu überwachen. Max Ludwig Nansen? Ja. Der Expressionist? Ja, ja. Mein Vater war Landpolizist. Posten Ruckbühl. Später konnte er nicht mehr aufhören. Es war wie eine Krankheit zum Schluss. Vielleicht noch schlimmer. Schlimmer? Ihr Vater hat also diese Bilder beschlagnahmt? Beschlagnahmt, verbrannt, zerstört, wie Sie es haben wollen. Es war nicht sicher für ihn. Und Sie? Sie haben außer die Bilder vor Ihrem Vater in Sicherheit gebracht. Er hatte einen Tick zuletzt. So wie alle einen Tick kriegen, die nichts tun wollen als ihre Pflicht. Ein paar Worte zur Erklärung. Herr Jepsen wurde am 20. Mai 1951 vom Jugendgericht Hamburg zu 3 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Wegen Diebstahls. Ausschließliche Objekte des Täters, Bilder des Malers Max Ludwig Nansen. Erster Diebstahl, vermutlich 1945, die Wellenreiterin. Es folgen weitere Diebstähle in größeren Abständen. Herbst 1950, Trennung von den Eltern. Trennung ist gut. Zur Strecke wollte er mich bringen. Gut, gut, Sigi. Wir wollen uns nicht um Worte streiten. Für einen ersten Eindruck genügt es wohl. Sigi, du hast unsere Erwartungen nicht nur erfüllt, du hast sie bei weitem übertroffen. Mit dem heutigen Tag ist deine Strafe verbüßt. Freust du dich nicht? Ich bin noch nicht fertig. Deine bisherige Leistung hat uns voll befriedigt, auch Dr. Korpion. Ohne den Rest ist meine Arbeit nichts wert. Warum denn? Die Freuden der Pflicht, die möchte ich nur mal ganz kapieren. Bis zum Ende. Und wenn Sie nie aufhören? Umso schlimmer. Nun hör mal zu. So kann es nicht weitergehen. 105 Tage, das reicht. Mit dem heutigen Tag ist deine Strafe zu Ende. Ich bin noch nicht fertig. Das reicht. Vielleicht noch 14 Tage. Eine Woche. Sie haben es mir versprochen. Was? Dass ich es selbst bestimmen darf. Solange es nötig ist, haben Sie gesagt. Gut. Zunächst kannst du weitermachen. Danke. Noch eine Woche, dann ist Schluss. Endgültig. Ja. Ein neues Heft ist ja mit bewilligt. Des gleichen Tinte. Zurück findest du wohl allein.
Wiedersehen. Tja, meine Herren. Cyanocobalamin 0,005 mg. Was ist denn das? Weiß ich doch nicht. Wenn Tante Diddy davon was nimmt, hat sie dann keinen Durst mehr von dem Zeug? Weiß ich doch nicht. Warum weißt du das nicht? Warum? Ach, sei doch still. Na und? Lauf doch hinterher. Mach ich auch. Was soll der Besuch jetzt? Machen Sie sich fertig. Warum? Was ist los? Sie haben eine halbe Stunde Zeit. Seid ihr gekommen, mich abzuholen? Eine halbe Stunde, Max. Wie lange wird alles dauern? Na ja, ich mach mich fertig. Kannst du dich dafür bitte? Bei Jens. Sie werden dich verhören, Max. Wir sehen, sie werden dich verhören und verwarnen. Wie lange wollen sie dich denn da behalten? Sie werden ihn verhören und verwarnen. Sie müssen es, weil sie eine Anzeige aus Hochbühl erhalten haben. Die werden sich nicht trauen, dir was zu tun. Ich nehme den kleinen braunen Koffer mit, was ist das? Hol Wasser, Jutta. Komm. Beruhige dich doch, Dit. Es wird schon nicht so schlimm werden. Es ist nur auf die Anzeige von Jens. Sie können ihm nicht viel nachweisen. So ist es. Was wollen die denn? Danke, ist schon gut. Gleich wieder da. Nicht, Theo. Sie können ihm nichts tun.
Wir haben noch.